Die Landesregierung hat eine Voraussetzung für Südtirols Teilnahme an der neuen Programmperiode des Europäischen Sozialfonds getroffen. Sie hat die Verwaltungs-, Bescheinigungs- und Prüfbehörden ernannt. Es handelt sich um Albrecht Matzneller, Marco Dal Nodar und Cinzia Fleim. Die heutige Ernennung bot dem Landeshauptmann Kompatscher auch den Anlass, um Bilanz über die Abwicklung der vergangenen ESF-Programmperiode 2007 bis 2013 zu ziehen. Es ist vor allem auch gelungen, jetzt auch die Kontrollen jetzt wirklich auf den Weg zu bringen. Es ist auch eine Tatsache, dass viele der Körperschaften, der Vereinigungen, die solche Projekte abgewickelt haben, noch Unterlagen nachreichen müssen. Die sind inzwischen auch schon dazu aufgefordert worden, damit man so viel wie möglich auch im Rahmen des ESF-Programmes noch abrechnen kann. Wir haben heute entschieden, auch noch zusätzliches Personal über die Agentur Formes auch damit zu betrauen, damit wir das Ziel, das ehrgeizige Ziel, das wir uns setzen, bis zum Sommer des nächsten Jahres dann alle Projekte abgerechnet zu haben, auch erreichen können. Das wäre unser Ziel, damit wir dann im nächsten Jahr dieses Kapitel endgültig schließen können, was die abgelaufene Programmperiode anbelangt. Patienten mit chronischen Krankheiten des Kreislaufsystems bekommen bei Fälligkeit ihrer Ticketbefreiung seit April 2014 eine zeitlich unbegrenzt gültige Kostenbefreiung. Wer seitdem jedoch noch keine Erneuerung beantragen musste, erhält nun von Amts wegen das notwendige Etikett. Fast alle der 1200 betroffenen Patienten mit Ticketbefreiung hatten eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, die Erneuerung der Befreiung zu bekommen. Jetzt können sie sich aber beschwerliche Gänge zu Ämtern, Behörden und Fachärzten ersparen. Ein großer Aufwand, den wir auf diese Art und Weise nicht mehr vorsehen für 1200 Menschen, ob sie nun von Alters- und Pflegeheimen in das Krankenhaus transportiert werden oder von zu Hause und all diese Untersuchungen machen müssen. Das ist eine Erleichterung, denke ich, für alle, vor allem für die betroffenen Personen. Auch im Bereich nicht konventioneller Medizinrichtungen ist eine qualitative Ausbildung Voraussetzung für die Qualität angebotener Leistungen. Die Südtiroler Landesregierung hat daher die Modalitäten der Akkreditierung von öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen für die Ausbildung in Akupunktur, Physiotherapie und Homöopathie beschlossen. Eine eigene Landeskommission nimmt zukünftig die Akkreditierung interessierter Bildungseinrichtungen vor.